Ich habe gestern gefaked hier. Ja, sag mal, Elena, die soll sich benehmen, dann ändert sich ja auch nichts. Hat jemand gesprochen? Oder war das ein Traum? Bei mir bist du an der ganz falschen Adresse. Ich habe dich schon längst durchschaut, ja? Okay, brauchst hier nicht lästern. Elena. Falsches Stück. What? Ich glaube nicht, dass das witzig ist. Mula, du hast deine Eier verloren, ha? So, wo sind die? Die hat ihm einfach gesagt, du hast keine Eier. Ich habe 2 grande Coglione. Halt dein Maul. Halt du dein Maul. Lach nicht so dumm. Ich habe gelacht darüber, dass er die Augen zugreift. Okay, alles klar. Elena ist wie so eine tickende Zeitbombe und jederzeit kann die explodieren. Und die explodiert hier 5-mal am Tag. Und das geht jetzt schon hier seit 8 Tagen, seitdem sie mit uns hier im Camp ist. Es gibt gar nichts zu lachen. Und ich war sauer auf Mula, weil er dann quasi so undercover ihr Recht gegeben hat. Nein, nein, nein. Verwechsel das nicht. Ich bin immer nett zu dir. Ich habe nichts gesagt. Du kannst mich nicht dumm anmachen einfach. Ich habe dir nichts getan. Du kannst gerade gelacht. Pass auf. Wenn ich was gemacht habe, ich habe niemanden dumm angemacht. Ihr macht mich die ganze Zeit dumm an. Ich mache dich gar nicht dumm an. Ich habe jetzt 10 Tage meine Klappe gehört. Was denn? Sag doch was. Ich finde die Angriffe von Georgina, die absolut unter die Gürtellinie gehen, absolut unpassend. Und da finde ich, dass ihr da einige Filter fehlen. Man macht das nicht. So redet man nicht mit anderen Menschen. Sei konkret, sei sachlich. Ansonsten, ich habe dir nichts getan. Ich habe dir auch nichts getan. Also lach nicht hinter mir. Ich lach nicht. Ich lach dir ins Gesicht, wenn. Ich lache niemals hinter dir. Wozu? Es gibt auch nichts zu lachen. Chillt. Und lass mich bitte in Ruhe. Und Georgina merkt ja auch, mit mir macht sie es nicht. Deswegen kann ich hier einfach entspannt so meine Zeit absitzen. Das ist doch total kindisch. Okay, aber was ist denn daran okay? Erwachsen? Und wenn Leute hier die ganze Zeit über mich lästern und ich das beobachte, irgendwann reicht es nach 10 Tagen, okay? Was lästere ich denn über dich? Ich bin die erwachsene, reife Person. Du bist erwachsen? Okay? Ich bin erwachsen und reif, genau, ja. Ja? Ich gehe nicht und läster und mache hier Allianzen und manipuliere. Ich bin in gar keiner Allianz. Ich sag's einfach nur laut gegen alle. Der wollte nichts damit zu tun haben. Wenn jemand hier rausgeht und ich ihn da drüben lästert, manipuliert, eklig seid, irgendwo habe ich mal die Schnauze voll, okay? Ich hätte es natürlich auch wieder versuchen können, lieb und ruhig versuchen zu klären, aber wenn man hier lieb und ruhig redet, hört einem hier eh keiner zu. Was wurde denn gelästert? Sie geht da raus und sagt, ich werde respektlos und was weiß ich, was sie alles noch gesagt hat. Glaubst du, ich habe mein Ohr da drüben? Ach, dem respektlosesten Menschen der Welt gegenüber respektlos? Nee, weißt du, was respektlos ist, zu sagen zu mir, ich hätte meine Eier verloren. Respektlos ist, dass ich schlafen möchte, Mann. Und ihr da rumdiskutiert. Das Licht ist noch nicht aus, Sarah. Das ist respektlos. Das Licht ist noch nicht aus. Ja, ich war aber in der Prüfung heute. Ich möchte einfach schlafen. Ich war in der Schatzsuche heute. Ja, ich wollte auch schlafen. Aber da musst du jetzt den ganzen Tag, Georgina. Bist du mit rausgegangen und hast mitgelästert? Ja, hast du. Also, das wird nicht ausdiskutiert. Nein, ich sag dir alles, was ich denke, auf dein Gesicht. Okay, dann sag's mir doch. Ja, klar. Ah, Weltklasse Programm. So, jetzt könnt ihr alle mal heulen, wie ihr es immer macht. Ich bin gestört. Also das ist nicht kindisches Verhalten, meinst du? Nö, das ist nicht kindisch, das ist normal. Ich habe einfach eine Feststellung, ganz einfach. Ich bin nicht dumm, ich habe euch durchschaut, okay? Ich mache einen auf Psycho, damit ich Sendezeit habe. Oh mein Gott. Mein geliebtes Kuscheltier, ich liebe dich. Heute bist du nur mit mir und ich nur mit dir. You can see our next episode on RTL Plus. You don't want to miss anything, so follow our channel. For more information about life in the camp, click here.